Dann würdest du wohl noch mehr Zuschauer machen. Nicht alle, okay. Ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde das aber, irgendwie ist das so ein bisschen so ein Männerding. Genau. Okay, danke. Ich habe ein kleines dreisprachiges Problemchen. Stimmt. Ja, wieso wohnst du auch da unten, Mensch? Ich müsste jedes Video in Deutsch, Italienisch und Englisch machen. Ich glaube, Deutsch, Englisch würde reichen, wenn du Deutsch sprichst. Das würde ich nur so, also jetzt meine Erfahrung, wenn ich Videos gucke. Ich würde Deutsch sprechen und maximal englischen Text dazu irgendwo einblenden oder in die Infobox unten mit reinpacken, dass man einfach ein bisschen was nachlesen kann. Lass Italienisch, mach dir gar nicht so viel Stress damit. Weil Deutsch und Englisch, würde ich sagen, ist okay. Infobox wäre gut. Genau, das hilft. Was auf jeden Fall gut ist, weil du wirst sicherlich auch einige Leute haben, die vielleicht nicht gut hören, aber deine Videos doch gucken, weil die Aufnahmen halt auch geil sind, dann können die das lesen. Weißt du? Verdächtige war ich. Muss mal schauen. Es gab schon Italiener, die sich beschwert haben. Ignorier die. Es wird immer Leute geben, die sich beschweren. Aber du bist auch nicht der Content Creator für alle und jeden. Da gibt da nichts drauf. Gibt da nichts drauf, wirklich. Und das ist ja auch bei mir schon so. Ich mache ja wirklich nur deutschen Content, habe dadurch natürlich weniger Zuschauer, als wenn ich die Videos auf Englisch machen würde. Ja, weil das einfach auch, es ist nun mal, jeder kann irgendwie auch ein bisschen Englisch. Oder kann es googeln, kann einen Übersetzer drüber laufen lassen oder. Weil Italienisch ist schon ein bisschen spezifischer. Deutsch ist schon nicht so easy peasy. Aber ich mach das ruhig mal. Probier das mal aus. Dass du so sagst, hier, keine Ahnung. Dann und dann war das und das hier. Wir gehen gerade auf den Spuren von den und den Einheiten oder Armeen oder keine Ahnung was. Weil das ist so das Spannende dahinter. Du wohnst da. Das ist ja das Coole. Allein urlaubsorttechnisch, ne? Und geschichtlich. Das ist cool. Das ist richtig cool. Und für uns, die da so weit weg ab vom Schuss sind, wir haben hier Hügel im Gegensatz zu dir. Du hast richtige Berge, wir haben so kleine Erdhäufchen. Ist das schon spannend. Englisch ist kein Ding. Ich muss alles über YouTube übersetzen, da es mit meiner veralteten Schneideversion von Prime nicht machen kann. Ah, okay. Geht das nicht? Aber kannst du nicht einfach ein Textfeld in das Video einfügen? Irgendwo so oben hier so klein? Weil man kann das Video ja anhalten und dann in Ruhe nachlesen. Es muss ja nicht lange eingeblendet sein. Also ich schneide jetzt auch nicht gerade professionell, hätte ich gesagt. Ich glaube, meine Schneidetechnik, wenn Jones das immer sieht, der rauft sich da die Haare. Aber es ist die einzige Art, wie ich das gerade schneiden kann. Unholde. Ah ja. Ich brauche noch Verweste? Verweste. Die verwesen doch auch. Er sieht jetzt nicht gerade frisch aus. Jule sitzt mit Schere und Papier da. Richtig. Ja, ja. Und Klebestreifen. Tesafilm. Genau. Manchmal noch so ein bisschen, Papierkleber. Ja, hier so. Der Prittstift, der gute alte Prittstift. Die beste Lösung wäre YouTube-Auto-Übersetzung anmachen. Der setzt es dann fast auto. Ah, okay. Ach so. Du kannst bei YouTube den Text. Ach, du musst. Ah. Es setzt die richtigen Textstellen voraus. Ja, du musst das Video genau Szene für Szene angucken. Ach, bei YouTube wird das so generiert. Dann kann man, also so könnte man das auch lösen. Okay, na, ich mach's halt.
dass ich das Video wirklich Szene für Szene angucke und dann mit dem Cursor so vorspule, ne, bis an die Textstelle und dann unten in dieser Timeline ein Textfeld einfüge, das dann zurechtschiebe im Hintergrund, falls, keine Ahnung, die Schrift schlecht zu sehen ist und so. So mache ich es. Aber dass, wenn das mit dem Übersetzer funktioniert, dass man das selber noch eintragen könnte, ja, ist schwierig. Also da, es wird keinen perfekten Weg geben. Du kannst auch nicht alle glücklich machen. Es wird immer Leute geben, die sagen, schon wieder so ein Video oder keine Ahnung, oder warum hast du das jetzt nicht so übersetzt oder wir verstehen dich nicht. Ja, sorry. Da musst du dir bitte eine Dokumentation über etwaige Kanäle angucken. Dafür ist mein Kanal auch gar nicht ausgelegt. Mein Kanal ist ein Hobby und ich möchte einfach euch daran teilhaben lassen und gut ist. Aber ich würde es nicht versuchen, jedem recht zu machen. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie ein, zwei Zuschauer sind. Ja, lass es mal, keine Ahnung, 3, 4 Leute sein, die sich da aufregen. Ist die Sache nicht wert, glaub mir. Gibt genug andere, die Videos gucken. Ja, schon wieder ein Kriegsvideo. Keine Familienwanderung, schon wieder eine Familie. Kein Kriegsvideo und so weiter, genau. Genau. Ey, die Drohnenbilder, die hast du doch von irgendwo gekauft, oder? Was habe ich denn letztens gesehen? Ich habe sowas gelesen. Da hatte mir das mal jemand geschrieben. Der hat gesagt, ich habe die Fotos habe ich nicht selber gemacht, die habe ich gekauft. Sag ich, nee. Ich mache die Bilder selber. Ich mache auch meine Aufnahmen selber. Also das ist jetzt nichts. Fotostock oder so, hätte ich das her. Nee. Ich so, das ist meins. Weil ich dann auch frei verfügen kann über dieses Bild. Muss nichts bezahlen. Alles schick. Hör auf die 50, die nix sagen und genießen und nicht auf die 5, die maulen. Ja, deswegen, nee, mach, ne? Wie gesagt, qualitativ sind sie mega geil. Die Aufnahmen sind wirklich, wirklich sehr gut, sehr hochwertig. Schönes Bild. Ne, das, also, dass man genug sieht, ne? Manchmal hast du ja echt, denkst du so, oh Gott, ey, was für eine Kamera hat der genommen? Alles verwackelt und verkrisselt. Schnee drauf hast, dass du überbelichtet. Nee, gar nicht. Richtig, richtig nice. Daran brauchst du überhaupt gar nichts ändern. Das sieht perfekt aus so. Ich brauche noch Verweste. Wo finde ich denn hier Verweste? Sind das echt die Hände? Sind das die Hände? Ja. Ja, die Hände sind Verweste. Da wäre noch Luft nach oben. Mikro bräuchte ich noch. Hol dir das, das von Rode. Das ist echt gut. Das hat auch eine gute Reichweite. Wir haben das auch. Das kannst du dann an die Kamera anschließen mit Klinke. Es wird doch eh so sein, dass nur du sprichst, oder? Dieses Go 2. Go. Wireless Go. Wireless Go 2 heißt das, glaube ich. Ich habe das vergünstigt über einen Fotoladen gekriegt. Hat die Hälfte gekostet. Funktioniert einwandfrei. Akku halten richtig gut. Ich glaube, 7 Stunden. Kannst ja nebenbei, kannst ja aufladen mit der Powerbank über USB-C. Aber die sind, die sind richtig gut. Ich müsste es übers Handy laufen lassen. Kannst du trotzdem. Du kannst ja von USB-C einen Klinkenanschluss holen. Adapter. Habe ich auch. Ich hab ja ein Handy, das hat keinen Klinkenanschluss mehr. Und ich habe noch Kopfhörer mit Kabel. Nicht nur die hier, noch andere. Ich habe nicht nur Bluetooth. Und da brauchte ich auch so einen Adapter. Funktioniert aber gut. Ein paar bessere Ständer und noch eine Kamera zusätzlich, aber wer weiß. Ja, überleg mal, was du da auch für Geld reinsteckst, Mensch. Du hast ja auch so eine Insta... Hast du nicht auch so eine Insta-Kamera? Du nimmst doch nicht mit einer GoPro auf, ne? Ist einer? Nein. Wo ist denn hier noch so einer? Hallo? Hallo? Da. Go.
ja, genau, Rode 2. Und dann haben wir noch gekauft, das habe ich aber so gekauft, Lavalier. Oh Gott, das ist so ein schweres Wort für mich. Lavalier, Lavalier, Lavalier. Es gibt echt Wörter, die kann ich nicht aussprechen. Ah, ich lese mal noch was vor, ja? Könnt ihr einen Moment erübrigen? Danke, dass ihr diese Heizkette beschafft habt. Sie ist für die Familie Yashalam von unschätzbarem Wert. Falls euch jemand darauf anspricht, habt ihr nichts mit den Ruinen, habt ihr dort nichts gefunden. Und wir haben niemals um eure Hilfe gebeten. Das versteht ihr doch sicher, oder? Ein Fluch? Ach nein, nein, sicher nicht. Mit den Toten sprechen zu können, ist ein Privileg, kein Fluch. Und meine Familie musste schon viel zu lange auf dieses Privileg verzichten. Wie kam ich denn jetzt darauf, dass sie mit den Toten sprechen könnte? Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden, aber gut. Hab ich das angenommen, weil die Kette da oben lag? Verstehe nicht. Welche Neuigkeiten bringt die Flut? Ich muss mich erneut bei euch bedanken. Eine Flut von Toten kam auf Kutra zu. Dank euch können meine Leute sich nun wieder angstfrei im Umland bewegen. Yeah. So, auf zum Kräuterkundigen. Schicker Umhang. Ist eine Sonne drauf. Eine Sonne. Sonne, Sonne. Braucht ihr irgendetwas? Die Fäulnis ist versiegelt. Welch wunderbare Neuigkeit. Das wird den Ursprung des Übels austrocknen, das Kutra befallen hat. Jetzt müssen wir nur noch die Kranken in Kutra heilen. Oh, schnell. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Braucht ihr irgendetwas? Die letzte Salbe war der Schlüssel. Würdet ihr mir helfen, genügend Zutaten zu sammeln, damit wir unsere Fische, unser Vieh und unsere Leute heilen können? Dazu brauchen wir große Mengen an Ringelblumen und Rittersporn. Alles andere habe ich hier. Und ich weiß zufällig, dass die Händlerin Ziriha im Dorf größere Mengen dieser Zutaten in getrockneter Form vorrätig hat. Puh, aber ist erst Teil 1? Ja, okay. Teil 1. Kommt noch, wie viele Teile kommen noch? Nochmal zur Händlerin. Oh. Ja, okay. Ist direkt runtergeplumpst. Es gibt noch viel zu tun und nur wenige Hände. Oh, er hat endlich ein Heilmittel gefunden. Das sind ja wirklich wunderbare Neuigkeiten. Hier, nehmt die Zutaten, die ihr braucht. Oh, nein, nein, behaltet euer Geld. Es ist nicht fürs Geschäft, Profite mit dem Leid anderer zu machen. Ja, da sagst du was Wahres. Leider denken nicht alle so. Okay, einmal zurück. Ganz fix. Heilmittel herstellen. Der Buff ist wieder abgelaufen. So. Da rein. Es gibt noch viel zu tun. Ausgezeichnete Qualität, wie immer. Einen Augenblick. Ich mische nur schnell alles zusammen. Hier, nehmt das. Bitte, unsere Kranken sind da unten auf dem Felsen vor dem Dorf. Ich weiß. Ihr dürft keine Zeit verlieren. Behandelt sie alle mit dieser Salbe, dann sollten sie auf dem Weg der Genesung sein. Irgendwie macht mich der hinter dir wehende Umhang kirre. Echt? Ich liebe den. Besonders, wenn sich zwei Spieler mit Umhang gegenüberstehen. Wirklich? Ich finde das voll cool, wenn der so weht. Okay, er weht ein bisschen langsam. Ich bin so ein Cape-Typ wahrscheinlich. Immer nach hinten. Aber wenn der Umhang nach vorne weht, wenn du... Ja, du... Das ist ein imaginärer Wind von vorn. Ja, du musst dir einfach vorstellen, das ist wie beim Fotoshooting. Da steht hier immer so ein kleiner Ventilator und dann müssen die Haare so... Weißt du, so... Und das ist gewollt. Damit dieser Effekt einfach dieses...
keine Ahnung, heroische nicht, aber so, ja, dieser Effekt dann, dass der Umhang sich bewegt. Ja. Ein Wind, der durch die Beine streicht, das könnte Blähung sein. Das könnten auch Blähungen sein, ja, vor allen Dingen ist ja auch die Höhe, ne, das passt schon. Die ist wahrscheinlich die ganze Zeit am Rumpupsen. Hier oben bewegt er sich nicht. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ein Ventilator nützt mir aber nichts mit Glatze. Das stimmt. Okay. Dann kriegst du irgendwas Luftiges mit viel Stoff angezogen, dass man da den Wind so diesen Effekt sieht. Irgendwas mit langen Stoffen, so was so runterhängt. Lange Gewänder. Ja, einmal wieder abgeben. Das wehende Haar ist nicht drin. Ja, wir könnten ja aber auch eine Perücke aufsetzen. Red Kali. Da gibt's Möglichkeiten. Ich hätte sogar, glaube ich, noch eine da. Es sei denn, ich lasse mir die Brusthaare verlängern. Okay, jetzt wird's eklig. Jones braucht etwas zu essen und Jones, du brauchst etwas anderes. Ja, ich hatte sehr viele Kidneybohnen in letzter Zeit, aber die sind so lecker. Welche Neuigkeiten bringt die Flut? Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, was ihr hier getan habt. Oh, bitte, nehmt was noch übrig ist und geht zum Ältesten Iala. 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 Ach, egal. Ilaya. Ilaya. So. Sie ist für unser Vieh verantwortlich. Ich bin sicher, sie freut sich über etwas Hilfe bei der Behandlung der kranken Tiere. So. Dann sind hier... Like. Fehler. Wie Fehler? Fehler? Huch, da ist sie schon. Könnt ihr einen Moment erübrigen? Ihr habt ein Heilmittel von Hescher? Ach, es wurde aber auch Zeit. Unser Vieh leidet genauso wie unsere Leute. Und ehrlich gesagt bevorzuge ich die Gesellschaft von Ziegen. Okay. Bitte helft den kranken Ziegen und Schweinen hier, wieder gesund zu werden. Okay, einmal da. Süße kleine Ziegis. Oh, Schweinchen. Ihr habt das bedrückte, kranke Schwein behandelt. Ach du Kacke, ich muss ein mürrisches, ungestümtes, ein deprimiertes, ein hinterhältiges und ein fröhliches Schwein behandeln. Warum haben die denn alle so Eigenschaften? Das deprimierte Schwein fühlt sich wieder gesund. Das hinterhältige Schwein ist behandelt worden. Das fröhliche Schwein? Hallo Pantoffelheld. Das ungestümte kranke Schwein? Die verdammten Schweine? Nein, nicht die verdammten. Die, ja, jeder hat eine andere Eigenschaft. Die sehr persönlichen. Persönlichkeitsschweine. Braucht ihr irgendetwas? Vielen Dank. Es erfüllt mich mit Freude, die Tiere wieder voller Kraft umherspringen zu sehen. Euch scheint aber die Salbe auszugehen. Fragt ihn, also Herrscher, ob sie noch mehr hergestellt hat? Okay, kann ja falsch übersetzt oder Transgender? Keine Ahnung. Eins von beiden. Und geht dann zu Umaris. Fragt sie. Das verwirrt mich gerade ein bisschen, aber hoch, noch eine Aufgabe. Welche Neuigkeiten bringt die Flut? Es regnet Elben. Nachdem wir nun die Salbe für die Tiere haben, können wir richtig loslegen. Wir müssen alle kranken Beutetiere in der Umgebung heilen. Wenn wir die heimischen Ziegen heilen, können sich keine Raubtiere mehr anstecken. Oh Gott, und der Teufelskreis wird durchbrochen. Würdet ihr uns helfen? Ah, klar. Aufgabe? Genau. Bist du jetzt Iva? Iva. Habe ich da? Nix in... Okay. Es gibt noch viel zu tun. Und nur wenige Hände. Was, ihr braucht noch mehr?
sehr gerne doch. Ich war fleißig. Für die Fische? Also, da braucht ihr sehr viel. Hier, nehmt das einfach alles mit, was ich jetzt noch habe. Ich stelle so schnell wie möglich Nachschub her und ihr solltet jetzt wohl zu Umaris gehen. Höchstens Iva. Hast du, bevor du die Wireless Go gekauft hast, auch die Wireless ME angeschaut? Sagt dir was? Nee. Haha, der Sound. Klingt indisch. Hier geht's. Na. Okay. Wieder da. Echt, bei mir läuft die Werbung noch 5 Sekunden. Auf Italienisch. Echt, du hattest Italienisch. Okay, ja. Hä, wie krass. Hey. Hab ich die jetzt gerettet? Oh, die Ringe verschwinden auf der Minimap nicht. Ich kriege immer Ithaca-Werbung. Okay. Visuelles Feedback finde ich immer sehr wichtig, weil man sonst kaum eine Chance hat, am Clipping zu erkennen. Ja, genau. Gut, wenn du über die App siehst... Oh, das klingt ja echt furchtbar. Danke. Wenn du in der Handy-App schauen kannst, okay, Akku ist, keine Ahnung, bei 50, 30, 70%, reicht dir das doch aus. Und wenn du dort auch den Pegelausschlag sehen kannst, das wäre natürlich sehr wichtig. Das, also du musst ja sowieso vorher testen und kurz in die Aufnahme reinhören, ob man überhaupt was versteht oder ob's, ob du übertönst. Das wäre natürlich klar. Aber das Mikro wird wirklich angepriesen, direkt für Leute, die auch Interviews machen und die Content Creator sind. Also gerade, keine Ahnung, alle möglichen Arten von Content Creator. Es ist dafür genau das Richtige. Also das wäre noch eine gute Idee. Und wieder, du sprichst ja selbst. Also es hat schon eine Reichweite, wenn jetzt jemand direkt neben dir steht. Das, was wir haben, das ist ja, ich denke mal, sehr, sehr ähnlich. Das hat eine gute Reichweite von, ich sag mal, 2 Metern. Das, oder locker 2 Meter. Also wenn ich neben Jones stehen würde und er hätte das hier irgendwo dran geklippt, würde man mich immer noch sehr gut verstehen. Das würde ausreichen. Wenn ich jetzt so eine piepsige Stimme habe, so ganz, ganz klein und schüchtern bin, dann hört man das natürlich nicht. Aber wenn man ganz normal redet, nimmt das auch den Ton mit auf. Falls du irgendwie Begleitung oder so dabei hättest, die auch was sagen würde oder sagen möchte, wäre das ja kein Problem. Ansonsten einfach vor Nüschel halten, so, sag was, los, sprich da rein. Ja, hallo? Ich weiß nicht, ob sie schon wussten. Ah, da unten? Ja, natürlich. Ich wollte doch gerade zur anderen Ziege. Nüffe, genau. Nüffe? Nüffe? Komme ich jetzt ins Fernsehen? Bin ich jetzt berühmt? Kannst du mich taggen? Nee, adden. Kannst du mich adden? Ich habe auch einen Instagram-Account.
Boah, du fieses Ding. Augen ausgekratzt, Schürfwunden verteilt. Garstiger Vogel, ey. Da war auch wieder der Sound. Ich weiß nicht, was passiert ist. Egal. Irgendein Buff muss ja auslösen, dass dieser Boom kommt. Ein gassiger kleiner Hobbit? Ja, aber der fliegt. Also, der Vogel fliegt. Warte mal, der. Oh, das ist ja so doof. Die habe ich. Die habe ich nicht. Wieso verschwinden denn die Ringe nicht? Genau, denk an die Glocke und schreibt einen Kommentar und liken. Alles liken. Alles liken. Ja. Jones meinte, ja, da musst du mal anders die Werbung schalten. Ich kann keine Werbung aktiv schalten in den Videos. Das geht nur, wenn man sie monetarisiert für Moneten. Da kommt das wahrscheinlich auch das Wort her. Ich habe nicht mal Werbung. Daran kann es nicht liegen, dass die Videos, das ist einfach der Inhalt ist kacke. Es guckt halt deswegen im Inhalt kaum einer. Und die Abos steigen nicht, weil viele ohne Abo gucken. Deswegen, jo, alles cool. Wenn ich das Klima in Helsinki nicht so sympathisch fände, wäre ich ja fast neidisch. Und ciao mit Au? Was? Achso, ciao mit Au. Ja, genau. Ciao Kakao. Ciao Kakao. Küsschen aufs Nüsschen und wie die Sprüche nicht alle gehen, ne? Ja. Genau. Hm. Braucht ihr irgendetwas? Diese stinkende Mixtur soll ein Hai in der Mitte sein? Ach, na gut. Das hier sind unsere 5 besten Angelplätze. Verteilt die Salbe dort, dann sollte sie mit der Zeit bei den Fischen ihre Wirkung entfalten. Einige der Plätze liegen hier am Pier und andere an den Stränden im Westen. Ich finde es immer noch merkwürdig, dass ich eine Salbe ins Meer haue. Warum keine Tinktur? Die würde sich viel besser auflösen, gerade im Salzwasser. Egal, ich hinterfrage das gerade zu sehr. Aber warum keine Tinktur? Hast du schon mal eine Salbe aufs Meer geschmiert? Oder so eine Zahnpastatube im Wasser? Einfach so... Und gerade Salzwasser, ich glaube, da löst sich so gut wie gar nichts auf. Außer Metalle. Ey, ich bin hier falsch. Da ist noch was. Wenn man einmal am Anfang 3-4 Minuten Werbung hat, würde ich mir das noch antun. Aber während des 15 Minuten Videos neunmal Werbung... Ja, sowas hatte ich schon mal. Genau. Das bringt mich auf die Palme. So ähnlich hatte ich das schon mal. Ich hatte irgendwie... Ich weiß nicht mehr, was es war. Keine Ahnung. Da kam wirklich ungelogen alle 12 Minuten oder 13 Minuten Werbung. Das habe ich ausgemacht. Da dachte ich mir, oh nee, sorry, aber nee. Weil du bist dann so richtig raus. Du verfolgst es so. Und, ah, cool, und jetzt läuft er dahin und macht das und das und dann Werbung. Okay. Ja, gut. Oh, cool, geht weiter. Werbung. Hä? Nee, danke. Die gesättigte Lösung von Wasser in Wasser. Okay. Also Salbe, sagst du, ist okay. Ja? Wir schmieren die Salbe ins Meer. Das soll, ist richtig so. Naja, ich weiß nicht. Okay, soll noch 2 kommen. Klingt so ein bisschen Hawaii-mäßig, das Lied. Nee, es klingt eher... Woran erinnert mich dieser Song gerade? Wild West. Alfred Jodokus Quack? Echt, Worte. Eher so ein bisschen Wild West? Romantik. Wie heißt der Film? True des Manitou. Bud Spencer und Terence Hill? Ja, sowas. Und True des Manitou.
Nighttime for Teddy heißt das Lied. Gary the Canary. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Irgendein Künstler. So. Und wenn du fertig bist mit dem Werbeclip, kommt unten noch ein Werbebanner, wo man reinklicken muss. Nee. Das, ja gut. Dann kannst du aber wenigstens weiter gucken, weißt du? Dann, okay, wenn da so, das fährt ja manchmal auch bei Twitch hoch. Dann ist unten einfach so ein bisschen Werbung. Aber du hast den Ton noch und du hast das Bild noch. Ja, mein Gott, dann wird es gerade ein bisschen kleiner. Aber dass dann irgendwie der Stream doch da oben fährt irgendwie oder da oben. Oh, und dann kein Ton. Aha, nee. Das ist wie Yakult trinken. Du schüttest 100 helfende Darmbakterien in einen See von Millionen von Darmbakterien in deinen Eingeweiden hausen. Schadet nicht, aber es bringt auch nichts. Richtig. Richtig. Ja. Richtig. Kannst du einfach öfter mal irgendwie einen Naturjoghurt essen mit ein paar Früchten rein. Der kostet dich... was hat der denn? Was hat der gerade für eine Bewegung gemacht? Warte mal, das müssen wir uns kurz mal angucken. Naturjoghurt kaufen oder schönen griechischen Joghurt oder einen Magerquark, machst noch ein paar Früchte rein, alles schick. Hast es gleich und die Hälfte bezahlt. Wahrscheinlich, weißt du? Die Hälfte. Und hast aber so einen riesen Becher, so einen 500 Milliliter schönen Naturjoghurt oder griechischen Joghurt. Er hat doch gerade irgendwie, ganz komisch ist er hier gestolpert. Guck mal, jetzt angelt er, jetzt hat er... Jetzt guckt er nach oben. Jetzt trinkt er was. Das sah eben ganz komisch aus, als wenn er hier fast auf die Fresse fliegt. Kannst du das nochmal machen? Ich hab's nicht gesehen. YouTube ist mit den neuen Werbeeinblendungen für mich nicht mehr nutzbar. Das nervt einfach. Nur wenn ich irgendwas Konkretes wissen möchte, schaue ich da mal so kurz wie möglich rein. Ich finde, das geht. Echt? Ist das so schlimm? Ich gucke relativ viel YouTube. Oder du holst dir dieses Plus, was es da noch gibt, ne? Ist aber recht teuer. Wie aber mit dem Fuß wackelt, wenn das zieht. Das ist ja geil. So, jetzt guck du wieder nach oben. Was ist das denn? Ach, der würde die Angel... Ach, der zerbricht seine Angel. Okay. Jetzt angelt er nochmal. Mit der zerbrochenen Angel? Oder der... Schade, dass er die nicht in die Hand nimmt. Okay. Könnt ihr einen Moment erübrigen? Danke. Ihr habt viel für Kutra getan. Das werden wir nicht vergessen. Ich werde es nicht vergessen. Roshad fragt nach euch. Ihr solltet sehen, was er haben möchte oder was er will. Oh, geil. Tsching. Ich habe... Verstand habe ich bekommen. Wie die Vogelscheuche. Ich bin jetzt schlau.